Der Dom zählt seit seinem gotischen Umbau zu den größten Kathedralen in Deutschland. Um das Jahr 1240 wurde das thronende Paar in Sandstein gemeißelt. Eine der schönsten Plastiken des deutschen Mittelalters. Dargestellt sind der Überlieferung nach König Otto und seine erste Gemahlin Edgitha. Als die von Otto geliebte Königin starb, heiratete er erneut. Seine Wahl fällt auf Adelheid von Burgund. Mit der Witwe des italienischen Königs hat Otto einen kleinen Sohn, Heinrich. Sein Sohn aus erster Ehe, Liudolf, ist längst erwachsen. Schon bei der Krönung in Aachen war er dabei. Bislang gilt er als rechtmäßiger Nachfolger seines Vaters auf dem Thron. Na, kleiner Italiener? Lass das, Liudolf, hör sofort auf! Untersag ihm das, Otto! Zeig Respekt für den zukünftigen König! Sagtest du König? Ja. Ich bin dein legitimer Nachfolger. Gedenkst du etwa, alle Eide zu brechen? Für sie? Mein Vater schweigt. So muss ich also antworten. Niemand konnte ahnen, wie weit Liudolf gehen würde, um seine Anrechte auf den Thron durchzusetzen. Und welche Verbündete er dafür sucht. Im Jahre 953 fallen die Ungarn erneut in das Reich Ottos ein. Sie zündeten Burgen und Städte an und richteten ein solches Blutbad an, dass eine totale Entvölkerung drohte, schreibt ein Chronist. Die Feinde Gottes und der Menschheit, wie man die Ungarn damals nennt, dringen vor bis an den Rhein. Nur das Schwabenland bleibt verschont, das Herzogtum Liudolfs. Ottos Sohn hat den Entschluss gefasst, nicht gegen die Ungarn zu kämpfen, sondern mit ihnen zu verhandeln. Wie auch andere Adlige versucht er, die Beutelust der Magyaren mit Gold und Silber zu stillen. Doch Liudolf will mehr. Er trifft sich mit Horka Bulksu, dem Heerführer der Ungarn. Sag ihm, ich weiß noch fettere Beute für euch. Liudolf will sich nicht nur bei den Ungarn freikaufen. Sie sollen die Macht seines Vaters ins Wanken bringen, ihm helfen, seinen Anspruch auf die Krone durchzusetzen. Bist du wirklich König Ottos Sohn? Ja, sein erstgeborener Sohn. Aber die Krone will er mir nehmen. Mein Begleiter wird euch an den Rhein führen. Dort findet ihr mehr Beute, als ein Mann tragen kann. Geht und bedient euch an den Reichtümern meines Vaters. Liudolfs Komplizenschaft mit den Ungarn wird bekannt. Er setzt nicht nur die Herrschaft seines Vaters aufs Spiel. Er ebnet den Magyaren den Weg ins Land. Was dann im Rosstal in Mittelfranken geschieht, mag so gewesen sein, wie das Hildebrandlied den Vater-Sohn-Konflikt beschreibt. Die Recken rückten ihre Rüstung zurecht, sie strafften ihre Panzerhemden und gürteten ihre Schwerter. Zwei Männer von gleichem Blut, Vater und Sohn. Was hast du mir angetan? Was hast du mir angetan? Wie viel Treulosigkeit willst du mir noch antun? Bist du nicht mein Fleisch und Blut? Weil ich es bin, du nimmst mir alles, Krone, Ehre und Stolz.
Unterwirf dich deinem Vater. Niemals! Lass ihn gehen! Liu Dolph kann aus dem Rosttal fliehen. So habe ich denn den eigenen Sohn zum schlimmsten Feind, klagt Otto. In Regensburg an der Donau findet Liu Dolph Zuflucht. Otto lässt die Bischofsstadt 6 Wochen lang belagern. Es kommt zu einer Hungersnot. Die Tore werden geöffnet. Noch in derselben Nacht brennt Regensburg fast völlig nieder. Liu Dolph aber kann erneut fliehen. Wird er den Kampf gegen seinen Vater fortsetzen? Wird er wieder Hilfe bei den Ungarn suchen? Der König ging damals zur Jagd an einem Ort namens Suveldun, berichtet der Chronist Widukind, als plötzlich ein abgerissener Krieger ins Lager kommt. Es ist Liu Dolph, Ottos Sohn. Durch seinen Verrat hat er sich isoliert. Die Herzöge stehen geschlossen auf der Seite des Königs. Erhebe dich, mein Sohn. Liu Dolph war von tiefster Reue ergriffen. Er gelobte fürderhin zu gehorchen und in allem den Willen des Vaters zu erfüllen. So die Überlieferung. Als König von Gottes Gnaden sieht sich Otto zu christlicher Milde gegenüber dem verlorenen Sohn verpflichtet. Aber das Recht auf die Thronfolge hat der Sohn ein für allemal verwirkt. Nun stellt sich Otto dem äußeren Feind. Es gilt, mit vereinten Kräften die Ungarn zu vertreiben. Aus allen Teilen des Reiches ruft der König die Krieger der Stämme auf das Lechfeld bei Augsburg. Die Stadt wird von den Ungarn belagert. Sie will sich nicht ergeben. In der Kirche St. Afra erinnert noch heute das sogenannte Ulrichkreuz an die Belagerung vor über 1000 Jahren. Die Augsburger hofften, dass Otto sie mit dem Aufgebot der Stämme befreit. Die Verteidigung gegen die Ungläubigen wurde von Bischof Ulrich organisiert. Er sei sogar den Ungarn mit Todesmut entgegengeritten, so heißt es. Unter diesem Banner soll Otto, der Legende nach, mit Kriegern aus dem ganzen Reich auf das Lechfeld gezogen sein. Die Aufgebote kommen aus Bayern, aus Schwaben, Böhmen, Franken und Lothringen.